meine lieben Stempelfreunde. Ich bin's wieder, Daniela von kreativmachtglücklich.de, und ich habe heute mal wieder eine weihnachtliche Karte für euch. Und zwar ist die gemacht mit dem Stempelset Lovely as a Tree. Das gibt es im aktuellen Hauptkatalog zu bestellen. Das ist auch kein neues Set, das gibt es schon länger. Aber ich finde, es ist einfach ein wunderschönes Set, was in jedes Stempelregal gehört, denn man kann einfach wunderschöne Karten damit gestalten. So wie hier jetzt zum Beispiel eine weihnachtliche Karte oder auch wunderschöne Landschaften, Hintergründe. Ich habe hier mal eine nach einem anderen YouTube-Video nachgebastelt, weil ich es einfach so toll fand. Also ich finde, damit kann man einfach wunderschöne Karten machen. Und was ihr dazu benötigt, ist eine Kartenbasis. Also in meinem Fall ist es Flüsterweiß. Ein Stück Farbkarton in 21 cm auf 14,8 cm. Und dann bei 10,5 in der Mitte gefalzt. Darauf kommt dann unsere Mattung in 14,3 auf 10 cm. Die kommt dann hier hinten drauf. Und dann benötigen wir noch unseren Hauptteil quasi in 13,8 auf 9,5 cm. Also es sind immer 5 mm weniger. Und das ist übrigens Marineblau. Und damit beginnen wir auch. Ihr benötigt dazu, wie gesagt, das Stempelset, und ich habe mir jetzt diesen Stempel hier genommen. Das ist diese Reihe hier unten, dieser lange. Den bringe ich mir jetzt einmal auf meinen Stempelblock auf. Mal auf die Seite legen alles. Und jetzt nehme ich mir mein Stempelkissen in Flüsterweiß. Und was ich fast vergessen hätte, wir brauchen noch ein Fingerschwämmchen oder irgendein anderes kleines Schwämmchen, denn ich tue mir zuerst einmal hier den Hintergrund ein bisschen heller machen, damit es so ein bisschen nach Schneeverwehung aussieht. Da gehe ich jetzt hier einmal so rüber. Also hier muss man jetzt auch gar nicht so arg aufpassen, dass man das erst außen macht, weil man kann das Flüsterweiß wirklich wunderbar verwischen. Also wenn das jetzt irgendwo am Rand noch ein bisschen stärker ist, dann kann man das sich wirklich hier rüberziehen. So. Ja, ein Stück noch. So, das reicht schon. Die Übergänge noch so ein bisschen verblenden hier. So. Und jetzt nehme ich mir, wie gesagt, diesen Stempel hier, färbe mir den richtig, richtig gut ein. Ich habe jetzt auch mein Stempelkissen nochmal aufgefüllt. So. Also ich hoffe, ihr kommt mit meinem Licht klar. Ausnahmsweise mal am Abend ein Video. Der Kleine war krank, er war nicht im Kindergarten, deswegen habt ihr von mir keine Videos mehr bekommen. Und mein Freund ist jetzt im Fußball, da habe ich gedacht, jetzt könnte ich doch endlich mal wieder ein Video machen. Aber meine neue Lampe ist immer noch nicht da. Deswegen sind die Lichtverhältnisse gerade ein bisschen bescheiden. Aber ich hoffe, ich glaube, es geht auch so. So, und jetzt stemple ich mir das hier auf und lasse da oben bewusst noch ein klein bisschen Platz, weil ich hier oben dann noch die Schrift embossen möchte. Ja, mein Stempelblock sieht ein bisschen schlimm aus, sehe ich gerade. So, jetzt habe ich hier meine Bäumchen. Und da das relativ schlecht, also es dauert relativ lang, bis das Flüsterweiß trocknet, deswegen gehe ich da jetzt noch mal kurz mit dem Embossingföhn drüber, damit es ein bisschen schneller geht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt nehme ich mir wieder mein Fingerschwämmchen und gehe jetzt hier entlang und mache mir hier jetzt auch noch mal so eine kleine Schneelandschaft und färbe das hier mit noch mal weiß ein. Das darf jetzt auch ein bisschen kräftiger sein. Und das ziehe ich mir jetzt runter. Nach unten hin darf es jetzt wieder ein bisschen
heller werden. Also nicht zu viel Farbe hier auftragen, denn wie gesagt, wir wollen ja hier später nochmal drüber stempeln. Und wenn da eine zu dicke Schicht quasi ein Stativ wackelt, das ist auch neu. Wenn da zu viel Flüsterweiß jetzt quasi als Untergrund hier ist, dann könnt ihr damit nicht so gut drauf stempeln. So, das reicht schon. Jetzt nehmen wir uns diesen Tannenbaum, wie heißt's? Diesen Tannenbaum hier nehmen wir uns jetzt. Und da nehme ich mir jetzt einfach noch zwei Post-its. Reiß mir die ganz leicht hier ein. Und dann klebe ich mir das hier ab. Schau, dass ich hier einen schönen Übergang habe. Aber das ist nicht so tragisch. Ich will einfach nur, dass man so einen halben Baum hier sieht, damit es auch nochmal wie so eine Hügellandschaft aussieht. So, und jetzt tue ich da jetzt einfach so ein paar Bäume aufstempeln. Beziehungsweise nur die Spitzen. Das darf jetzt auch gerne in unterschiedlichen Höhen sein. Die müssen auch gar nicht... Jetzt bin ich ein bisschen abgerutscht. Mein Stativ hängt mir in der Nase. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Anschaffung war, aber vielleicht habe ich es auch noch nicht so richtig gut eingestellt. So. Ich glaube, das reicht. Jetzt haben wir hier überall solche Baumspitzen. Jetzt nehme ich mir wieder mein Fingerschwämmchen, damit das hier nicht so abgehackt aussieht, und gehe dann nochmal einfach einmal hier so rüber. Müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen, da das jetzt noch nicht ganz trocken ist, verwischt ihr euch hier unten dann auch den Stempelabdruck. Also schön vorsichtig hier. So. Und jetzt mache ich das gleiche nochmal, ohne Post-its, und tue mir einfach hier auch nochmal ein paar von diesen Tannen. Jetzt habe ich es Tannen. Ach, Weihnachtsbaum, was habe ich vorhin gesagt? Manchmal ist man einfach zu nervös in so einem Video. Da fallen einem einfach die Wörter nicht mehr ein. So, ich stempel mir die jetzt einfach mal hier so querbeet auf. Die dürfen ruhig jetzt alle so ein bisschen übereinander sein. Will ich hier nochmal ein? Nein, ich glaube, das reicht mir so. Ich bin ja gar nicht im Bild, Mensch. So sieht das jetzt aus. Jetzt kann das Flüsterweiß erstmal weg. Also eigentlich kann es weg. Es sei denn, man möchte vielleicht noch mal was korrigieren. Ich tue mir jetzt erstmal meinen Stempel reinigen, und ich tue den jetzt auch nicht in die Schrubberkiste, sondern ich tue den erstmal mit einem Feuchttuch reinigen oder einfach mit einem feuchten Lappen. Und dann gehe ich danach erst in die Schrubberkiste damit, denn sonst habt ihr diesen weißen Film die ganze Zeit in eurem Reinigungskissen und auf jedem anderen Stempel nachher, und das wäre ziemlich blöd. So, ich tue mir das jetzt auch nochmal mit dem Embossing-Föhn erhitzen, damit es schneller trocknet, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, mein Stempelabdruck ist jetzt so gut wie trocken. Hoffe ich mal. Und ich habe jetzt auch meinen Stempel nochmal sauber gemacht, denn jetzt benötigen wir unser Versamark. Denn diesen Baum hier in der Mitte,
Und auch die an der Seite, die habe ich embossed und zwar in Weiß. Und damit es so ein bisschen glitzert, ich finde, an Weihnachten darf es einfach glitzern, habe ich das gemischt mit dem Glitterpulver Diamantengleisen. Da das aber leider kein Embossingpulver ist, sondern wirklich nur so ein Glitzer, das auf einem klebrigen Untergrund klebt. Und das schmilzt dann einfach nicht wie das Embossingpulver. Und wenn man dann so drüber fährt, dann fällt es auch ab. Das mag ich nicht. Deswegen habe ich mir das gemischt mit Weiß und mit dem Diamantengleisen. Das habe ich mir mal hier reingefüllt. Ich weiß nicht, ob das noch langt, aber wir probieren es mal. Ich habe das auch in einem anderen Video euch schon mal gezeigt. Da war es allerdings clear. Hier habe ich clear mit dem Diamantengleisen. Also ich mache das sehr gern. Aber clear wäre jetzt hier nicht so gut zur Wirkung gekommen. Deswegen Weiß. Ihr könnt es auch einfach nur in Weiß machen. Also das bleibt euch überlassen. So, und da gehe ich jetzt einfach auch nochmal gut mit dem Stempel in das Versamark. Die kann ich mir mal zur Seite räumen. So, ich sehe das so schlecht. Neues Stativ, blödes Licht. Alles ungewohnt hier. So, und jetzt tue ich mir den einfach relativ mittig hier. Seht ihr das so? Ich glaube, so ist ein bisschen besser. Jetzt tue ich mir den hier unten so mittig von dieser Landschaft hier. Es darf hier oben auch noch ein bisschen rüber gucken. Diesen Baum hier aufstempeln. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht verrutscht bin. Wir werden es gleich sehen. Dann nehme ich mir wieder ein Schmierpapier drunter. Und was ich vergessen habe, mit dem Embossing Buddy drüber zu gehen. Oh Mann. Das solltet ihr nie vergessen. Hier liegt da. Jetzt gucken wir mal, wie das Ergebnis wird. Das ist ganz wichtig. Denn ohne Embossing Buddy, finde ich, werden die Ergebnisse einfach nicht schön. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Aber ist ja klar, immer wenn man ein Video dreht, geht alles schief. Ha, was habe ich für ein Glück, es hat geklappt. Das Einzige hier an der Seite ist noch ein bisschen was da nicht hin soll. Ja, aber sonst hatte ich relativ viel Glück. Er ist nur ein bisschen schief, glaube ich. Naja, jetzt kommt das wieder zurück in das Döschen. Und jetzt können wir das auch schon mit dem Heißluftföhn schmelzen. Und dann habe ich hier mein Bäumchen in der Mitte. Wie gesagt, ich habe bei dieser Karte hier links und rechts noch mal ein Bäumchen gestempelt. Man kann das aber auch mit dem einen hier so lassen. Ich mache es jetzt trotzdem noch mal so wie bei der anderen Karte. Diesmal gehe ich aber mit dem Embossing Buddy drüber und tue mir auch seitlich noch mal welche stempeln. So, und zu guter Letzt kommt jetzt noch unser Spruch hier drauf.
Und hier habe ich den Stempel aus dem Stempelset Weihnachten daheim genommen. Und nämlich diesen hier. Ich fand den einfach passend dazu. Tue ich mir jetzt auch einfach hier drauf. Und jetzt ist halt die Frage, ob ihr das auch wieder mit diesem Glitterpulver machen wollt oder ob ihr das nur in Weiß machen wollt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier so seht. Also es glitzert jetzt zwar schön, aber durch das Glitter ist es manchmal nicht so ganz durchgehend. Also ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber ich mache es jetzt auf jeden Fall nur in Weiß. Gucken, dass ich ihn richtig rum aufstempel. Einmal hier drauf und ich glaube, ich bin verrutscht. Kann mal lieber meinen Versamark hier zumachen. Ja, ich bin ein bisschen verrutscht am Ende. Und da gehen wir jetzt auch nochmal mit dem Embossing-Föhn drüber. Und vielleicht seht ihr jetzt, was ich damit gemeint habe. Also hier sieht man, dass es einfach ein bisschen dezenter ist. Ich glaube, mein Licht ist einfach sowas von, geht gar nicht. Ja, aber ich glaube, ihr seht es. Also das hier ist einfach ein bisschen kräftiger geworden, wenn man es nur mit Weiß macht. Dann haben wir das hier. Und jetzt tue ich mir das einfach nur noch alles hier aufkleben. Dazu nehme ich wieder Tombow. Also einmal auf unsere Mattung hier. Wie gesagt, 14,3 auf 10 cm. Also da könnt ihr natürlich auch eine andere Farbe wählen oder ihr könnt die Mattung in Weiß machen und die Grundkarte in Marineblau. Oder einfach was ganz anderes. Aber ich fand es einfach schön, wenn das jetzt nochmal einen richtigen dunkelblauen Rahmen hat. Dadurch unsere Wischtechnik hier, dass ja alles ein bisschen heller wurde. Und durchs Embossen hat sich das natürlich auch alles ein bisschen gewellt. Ich will da jetzt nicht die ganze Zeit reinfassen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich schon komplett trocken ist. Und das klebe ich mir jetzt einfach noch auf meine Basis auf. So. Und dann ist die Karte im Grunde auch schon fertig. Was ich jetzt einfach noch gemacht habe, ich habe jetzt einfach noch ein paar Weihnachtskugeln dran gehängt. Und dazu habe ich mir unseren Strassschmuck genommen. Habe mir den Stampin' Blend in Dunkelmarineblau genommen. Und habe mir hier einfach ein paar von den Strasssteinchen angemalt. Die kann man nämlich ja so wunderbar einfärben. Also ich habe bei meinem Prototypen, bei der allerersten Karte, die ich gemacht habe, da habe ich blaue Strasssteinchen verwendet, die nicht von Stampin' Up! Waren. Die sind alle abgefallen. Das war ein bisschen doof. Also ich glaube aber, die halten jetzt besser. So, also wer will, kann die jetzt auch entweder trocknen lassen oder auch nochmal schnell mit dem Embossing-Föhn drüber. Es geht da auch einen kleinen Moment, bis die trocknen. So, und jetzt tue ich mir die einfach noch ein bisschen hier drauf. So, und dann habe ich mir einfach jetzt hier oben gedacht, ich mache hier mal noch so ein Sternchen drauf.
Der ist jetzt nicht von Stampin' Up. Der ist, ich glaube, die habe ich mal im DM mitgenommen. War eigentlich mal für Scrapbooking gedacht, aber ich fand irgendwie mit so einem Sternchen oben drauf sieht es auch noch goldig aus. Oder man lässt es halt einfach so. Ich habe hier auch nochmal mit dem Fingerschwämmchen im Nachhinein das alles nochmal ein bisschen verwischt. Hier finde ich das jetzt eigentlich schön so. Da lasse ich so. Also das ist natürlich euch überlassen. Aber da haben wir jetzt einfach mal zwei Varianten von der Karte und sie ist relativ schnell gemacht. Und ich finde es hat auch einen relativ schönen Effekt. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Video war verständlich und vor allem das Licht war in Ordnung. Es geht noch circa 1 bis 2 Wochen laut Amazon, bis meine Lampe kommt. Also ja, aber wir haben jetzt Wochenende und ich hoffe, dass nächste Woche dann wieder ein bisschen mehr Zeit bleibt für Videos, wenn der Kleine dann wieder in den Kindergarten geht. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt kreativ. Eure Daniela.